zum Kochen. Hier, paar mal tief. Marco, du musst schnell dagegenhauen. Und du musst die Deckung zu haben, wenn du am Seil stehst. Da kriegst du noch so viel Treffer. Hörst du? Komm her, Mann. Aber komm, du musst durchhalten. Der ist so leicht zu treffen. Machst du gut, Billinger. In die Mitte rein und dann wieder hoch. Aber schneller vom Seil weg. Ja? Das kannst du doch. Zwischen den beiden war die Nase schon in der zweiten Runde von Mark Hoek offen. Jetzt gibt es Arbeit für Malcolm Garrett in bzw. nach Runde 3. Und schon Körper variabel mal, aber dann ist wieder der Aufwärtshackende. Schöne Linke. Gar nicht groß vorbereitet. Einfach vor den Gegner gestellt und dann getroffen. Saubere schwäbische Handarbeit. Hoek versucht es jetzt mit einer kleinen Serie. Bleibt aber auch ein bisschen stecken. Vielleicht war der letzte rechte gerade dann durch. Ein bisschen tiefer aus der eine. Aber vorher auf der anderen Seite eben auch. Für die Optik bleibt eines offensichtlich. Es marschiert vor allen Dingen Firat Aslan nach vorn. Aber als Konsequenz aus Leere sind häufiger Hände von Marco Hoek jetzt dazwischen zum Körper, die auch immer wieder treffen. Aber auf den Seiten hat der Beton. Da passiert nichts bei Firat. Ein Mann, der seit 25 Jahren Buch führt über sein Training, akribisch alles notiert. Der diesen Sport lebt wie kaum ein anderer. Sind vier Runden rum, das erste Drittel des Gefechts und nichts, aber auch gar nichts ist entschieden. Sehr schöne Hände jetzt von Marco Hoek hier in dieser vierten Runde, der kaum, dass er besser getroffen hat, wieder abgestraft wird. Sollte ja so ein bisschen, und deswegen haben sie sich natürlich auch Henry Maskes Kampf gegen Graziano Rocchigiani angesehen. Da gab es ja nach einem engen, umstrittenen Duell in Kampf Nummer 1 ein klares Gefecht. In Kampf Nummer 2 großes Finish nochmal von Marco, um vieles besser zu machen in diesem zweiten Duell. Aber Henry Maske, machen sie so viel besser? Ja gut, also Firat ist so, wie man ihn erwartet hat. Er macht den Kampf, spult sich richtig auf. Von Runde zu Runde, und wir haben ja erst vier stärker. Marco hält sich im Grunde genommen zurück. Seine explosionsartigen Angriffe, die natürlich auch eine Menge Energie kosten, werden hier zurückgehalten. Er lebt von den Gegenaktionen. Wir haben hier so ein, zwei in Slow-Mo, man sieht das. Das ist eine anstrengende Arbeit aktuell auch für den Punktrichter. Hier effektiv zu bleiben, jemanden zu bewerten. Zieht er sich darauf zurück, dass der eine den Kampf nach vorne gestaltet? Oder guckt er wirklich genau hin? Wer ist hier öfter dran? Man kann es ja ganz schwer bewerten. Ich habe die große Hoffnung, dass Marco in den letzten Drittel dieses Kampfes richtig explodiert. Sofern die Kondition dafür noch ausreicht. Denn dieser Druck, der ist nach wie vor noch beständig. Vielen Dank, Henry Maske. Nur in 3
Kämpfen von 39, sagt Uli Wegner. Hat mich mein Schützling, hat mich Marco Hutt wirklich überzeugt. Das war natürlich dieses Tokarev-Duell unter extremsten Hitzebedingungen noch zumal. Dann Ramirez, der Gewinn der Weltmeisterschaft. Und natürlich der letzte Kampf gegen Afolabi. Auch da stand ja nach zwei Duellen für ihn viel auf der Kippe. Und er hat sich so stark zurückgemeldet wie nie. Hier hat er den ältesten Kontrahenten vor den Fäusten, den er je geboxt hat. Und er fordert ihn viel ab. Marco Hupp trifft vor allen Dingen mit harten Einzelhänden. Und auch wenn Uli Wegner immer wieder unterstreicht, er schlägt härter als ein Schwergewichtler. Dieser Marco Hupp, so scheint das doch Firat Aslan überhaupt nicht zu beeindrucken. Immer wieder steht er vor ihm. Und zum wiederholten Mal, was in Duell Nummer 1 der Aufwärtshaken war, ist es hier der linke Kopfhaken von Firat Aslan, der im Ziel ist. Schon im September stattfinden hier in Stuttgart. Verletzung Harris bei Marco Hupp, der jetzt besser trifft. Dann musste das Ganze abgesagt werden und ein neuer Anlauf hier in der Schlecker in der Halle genommen werden. Begeisternder Kampf von beiden. Viele, viele Aktionen, harte Treffer und intensiv auch in Runde 5. Fans hier in der Hans-Martin-Schleyer-Halle sind unerschüttert, aber gerade auch in dieser Runde gab es wieder viele, viele Hände, die sie nicht wahrhaben wollen von Marco Hupp, der hier in Runde 5 bislang den stärksten Eindruck macht. Beste Runde vom Weltmeister. Da sieht auch Doro Pesch, die passend zum Faustkampf natürlich auch einen Titel hier hatte. Und wer am Ende die Faust oben hat, wir werden es gleich wissen. Wir boxen erst später. Bleib dran. Alles gut? Aufpassen, ich möchte nicht, dass er dich trifft. Bleib kompakt. Wenn du dran bist, kann er dich nicht treffen, mein Freund. Thank you. Okay? Ja. Wasser! Okay. Wasser drüber. Wasser drüber. Alles gut, alles gut, okay? Hey, wir wollen das Ding heute machen, okay? Also, schön konzentriert. Deutliche Hände für beide hier in diesem nachgeschobenen Slow-Mos, aber für mich die bessere Runde für Marco Hupp. Dieter Wittmann aus dem Herzblut-Team, der Trainer erst im 6. Kampf, jetzt der Cheftrainer. Auch das ist ja eine der kuriosen Geschichten zu Firat Aslan, der lange Zeit ohne Trainer gearbeitet hat. Und jetzt kommt aber Hupp in ihn hinein. Ich habe es eingangs gesagt. Wo sind die Sports? Die hat er sich aufgespart. Und was war das für eine Naturgewalt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Firat Aslan, der ein großer Sportler ist, das Ganze jetzt hier über die Runden rettet, das wäre Wahnsinn. Es läuft noch nicht einmal die Uhr. Wir sind in dieser Runde noch nicht einmal bei Halbzeit. Kommt Firat nochmal zurück.
Aber jetzt hat er alles gegeben. Jetzt braucht Hupp natürlich auch Luft. Jetzt läuft die Uhr. Beeindruckend, wie Firat Aslan zurückkommt. Aber jetzt wird es vorbei sein. Oder doch noch einmal. Wahnsinn, was für ein Duell. 5, 6, 7, 8. Ready to go? Come here. Ein bisschen auf wackeligen Beinen. Dieser große Kämpfer hier aus Donsdorf. Und jetzt ist er in Not und ich glaube nicht, dass er das Rundenende erreichen wird. Denn er hat kaum noch Möglichkeiten, sich zu wehren. Kassiert hier Treffer um Treffer. Es ist die richtige Entscheidung. Er hat die Hände gar nicht mehr oben gehabt. Die richtige Entscheidung von Matt Nelson. Und damit hat Marco Hook, der sicherlich hier nicht die Fangemeinde hinter sich hat, wieder mal gezeigt, das ist ein Mann, den kannst du in die Schlachten hineinschicken. Und wenn alle an ihm zweifeln, umso mehr ist er da und liefert ein großes Spektakel. Denn das war es in jedem Fall hier in dieser Nacht in Stuttgart. Was hat er für Schlachten geschlagen 2012, als nicht alles gut für ihn lief? Mit den Kämpfen natürlich mit Povetkin, Afolabi und dann auch dieser Vorstellung gegen Aslan. Dann im letzten Jahr dieses sensationelle Duell gegen Afolabi. Die Familie ist da, der Papa natürlich, dem auch den Weltmeistertitel gewidmet hat. Vater Rasim, Bruder Kenan, alle sind jetzt mit im Ring natürlich. Und sie können zu Recht stolz sein. Denn das war ein hartes Stück Arbeit gegen ein Herzblut-Team mit einem Herzbluthelden, den Löwen hier aus Donsdorf, dem Rechtsausleger. In der Höhle des Löwen hat er sich den Titel geholt und das war Bernd Stark. Er hat anders geboxt als sonst, sehr verhalten. Ich habe das eingangs angemerkt. Die Sports fehlten, aber dann waren sie da, als es auf die Halbzeit des Kampfes zuging. Und dann war kein Halten mehr für den alten und neuen Champion bei der WBO für Marco Hook. Und all den Kritikern, auch Uli Wegner hat ja gesagt, Mensch, als der zu mir kam, da war er eher ein Holzhacker, so wie der geboxt hat. Muss eines nochmal gesagt werden, dieser Marco Hook hat sich immer gestellt. Er hat wirklich große Kämpfe in seiner Geschichte gemacht. Dreimal Afolabi, Cunningham, Povetkin, das Schwergewichtsduell, Tokarev haben wir angesprochen. Und auch die zwei gegen Aslan gehen in diese Geschichte ein. Die haben alles gegeben, die haben uns begeistert, die haben Anteil an diesem großen Abend gehabt. Aber gegen die Urgewalt eines Marco Hook ist dann am Ende hier nichts auszurichten gewesen. Und sehr schön, dass nach den zum Teil doch hitzigen Worten offenbar jetzt wie so oft dann die fairen Gesten überwiegen. Typische Szene, Firat Aslan attackiert, dann diesmal gerade durch die Mitte getroffen auf den Punkt. Da waren die Beine schon wackelig bei Firat Aslan. Und das war das erste Mal, dass er Zeit nehmen musste, Firat Aslan. Das war natürlich jetzt auch nicht ganz den Regeln entsprechend, dieses Runterziehen der Deckung. Aber das wird Niederschlag dann Nummer 2. Als die schweren Hände natürlich noch Wirkung zeigten. Und das ist das Finale. Und das ist aus meiner Sicht absolut die einzig richtige Entscheidung. Firat hat selber nicht mehr agiert, hat nicht mehr zurückgeschlagen, hat mit Mühe und Not sich da gehalten. Und er ist ein großer, großer Kämpfer, vor dem wir wirklich den allerhöchsten Respekt haben, wer sich selber als Autodidakt teilweise in diesen Sport hineingebracht hat. Jetzt mittlerweile mit einem eigenen Gym, aber in diesem Fall ist er dann doch überrollt worden. Ich habe gesagt, es ist nicht die Frage, wie Firat Aslan hier boxen würde. Er hat so geboxt, wie wir ihn kennen, wie wir ihn schätzen. Vorwärtsgang, viele Hände, teilweise auch gute Treffer. Aber wenn